Fein. Was habe ich gefunden? Was soll ich jetzt machen? Mich verstecken oder was? Das klingt so, als ob Abby mich sofort braucht, ja. Soll ich da hin? What did you find? Nee. Wie? What did you find? Ich muss ihm zeigen, was ich in Richards Zimmer gefunden habe. Was habe ich denn gefunden? Ah ja, ich verstehe. Okay. Wo hat sich Henry mit Edward getroffen? Henry traf sich mit Edward auf der Terrasse, um über die Entführung von Patricia zu sprechen. Henry traf sich mit Edward auf der Couch, um den Verkauf der Firma zu besprechen. Henry hat sich mit Edward neben dem Klavier getroffen, um über Edwards Hochzeit zu sprechen. Ich würde sagen, da. Nachdem Edward gegangen war, traf sich Henry mit Richards zum Rauchen. Nachdem Edward gegangen war, offenbarte sich Patricia plötzlich. Nachdem Edward gegangen war, kam Alexei zu Henry, um rechtliche Fragen zu besprechen. Was ist zwischen Henry und Richard vorgefallen? Richard sagte Henry, er sei der Mafia verpflichtet, und das führte zu einem Streit, wobei Henry drohte, ihn der Polizei zu melden. Richard ging nach einem angenehmen Gespräch. Henry tröstete Richard, der über Marks Tod traurig war. Das vielleicht? Nachdem Richard Henry getötet hat, was hat er getan? Richard hat die Beweise so platziert, dass es aussehen musste wie Selbstmord. Richard hat es so aussehen lassen, als ob ein Einbruch schiefgelaufen wäre. Richard verließ den Tatort so schnell, wie seine Beine ihn tragen konnten. Ich würde sagen, das. Nee. Auch nicht sagen. Richard hat Henry in einem Fall abgeschlossen. Ich habe es aber jetzt nicht gelesen. Was war? Okay. Why didn't we realize this sooner? It was Richard all along. Help me, please. Richard left and took Edward with him. Richard dropped this during the struggle with Edward. I don't know how important it might be. Please, Inspector. Was ist das? I'll calm Grace down and make sure she's safe before I meet you downstairs. According to the island map, the helicopter pad is just beyond the garden. We need to be careful. Ein Teleskopgutschein? You go ahead, partner. I'll be right behind you. Hey, hier ist er nicht. Please tell me. Was ist hier los? Da liegt eine Leiche. Ich hab's nicht kapiert, wo ich hin muss. Ich hab nicht zugehört.
Doch, ich hab zugehört, ich hab's vergessen. Da? You go ahead, partner. I'll be right. Verfolge Richard. Aber wo ist er denn hingelaufen? Wo ist er denn hin? Nee. Horizont braut sich ein Sturm zusammen. Ja, Leute. Ja? Ach so. Damit kann ich es nicht öffnen. Ach so, das machen wir dahin. Dann können wir es da reinmachen. Hatte ich ja noch gut in Erinnerung. Richard, falls ich dich brauche, um etwas mit den Arbeitern zu besprechen, kannst du ihren Chef wochentags in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes finden. Henry. Okay, das war. Hügelfahrt. Oha. Was ist das für eine komische Zahl da oben? Mega Schloss. Seil. Sau knapp. Jaha. Was anderes gibt's hier nicht, außer die zwei Sachen, oder was? Okay. Dann muss man. So, jetzt aber. Ist das? Spaltkeil? Serpentin? Mechanismus fehlt am Hebel? Schuppenhebel. Schuppenhebel? Wo ist denn hier ein Schuppen? Ich muss das mit Gewalt aufbrechen. Dann doch.
machen. So. Ah, okay. Vase. Schmetterling. Schleife. Wolf-Anhänger. Elektrische Bohrmaschine. Lampe. Tasche. Beil. Schlauch. Wo ist hier der Schlauch? Oh, Mist. Wolfanhänger, Schlauch, Lampe, Zange. 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 Lampe. Schlauch, ein Wolfanhänger. Was ist denn ein Wolfanhänger? Schlauch. Ach da. Beil. Okay. Oh oh. Boing. Ich glaube, ich habe mich verletzt. Kann ich nicht ein Seil festmachen hier? Diese Wurzeln sehen recht stark aus. Vielleicht kann ich mich hochziehen, wenn ich mich mit etwas festhaken kann. Oh je. Verbandszeug. So. Hat das jetzt geklappt, was ich vorhatte? Brechstange. Das ist doch das, was ich jetzt in der Situation rauche. Richard, don't do anything rash. You already have blood on your hands, and you don't want more of it. Step back, or I'll shoot! You better shoot me now, otherwise I'll... Edward, calm down, and don't say anything. I just want to get out of here, and Edward is the one who can fly me out. Don't try anything stupid, Inspector! It's not safe. The storm is too violent. Let Edward go. He can't help you. But I can. Look at me, Richard. I can help you. Trust me. One more step, Inspector! And he is dead too! Tja. Wie kann ich den jetzt überwältigen? Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. You don't let me leave, you are both going to die. Calm down, Richard. Everything. I'm gonna kill him!
Don't do it, Richard. There's no need to waste another life. Just do it already, you coward. If you don't let me leave, you are both going to die. Boing. Haben wir doch gern getan. I just needed some money to pay the debt. Just a little loan. I was in danger, but he didn't care. He just didn't care. Someone wise once said, there's plenty in the world for man's need, but not for man's greed. Tja. Haben wir den Fall gelöst. Und jetzt kommt hoffentlich nicht noch meine Statistik, die wahrscheinlich mega schlecht ausfällt. Denn, ja, ich gebe zu, wie gesagt, das war das erste Spiel seiner Art seit über 20 Jahren, was ich gespielt habe. Und das letzte war Baphomets Fluch. Das müsste auch so um die 1997 gewesen sein und war mal wieder schön. Aber ich merke, ich bin noch nicht so richtig drin und muss, denke ich mal, erstmal ein bisschen wieder Übung kriegen. Dass ich eben nicht an so Kleinigkeiten scheitere, weil ich einfach die Denkweise noch nicht so hab. Aber ich werde mich bessern und vielleicht auch bei den Logikrätseln. Es ist tatsächlich so, wenn so ein Logikrätsel auftaucht, dass ich erstmal in Panik verfalle innerlich, weil ich einfach Angst habe, da absolut zu versagen. Und ich habe ja oft genug versagt in diesem Spiel. Aber ich denke, vielleicht kriege ich auch da ein bisschen Übung. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Game. Ciao.